Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenrückblick mit Hans-Georg Maaßen. Ich bin Ulrike Stockmann, Pressesprecherin der Werteunion, und auch diese Woche heiße ich unseren Bundesvorsitzenden ganz herzlich willkommen. Guten Tag, Frau Stockmann. Guten Tag, Herr Maaßen. Bevor wir ins politische Tagesgeschäft einsteigen, Sie sind ja aktuell sehr viel unterwegs, denn es ist bekanntlich Wahlkampf. Die Werteunion tritt an bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Geben Sie uns doch mal einen Einblick in die Termine, die Sie in dieser Woche absolviert haben. Ach Gott, Frau Stockmann, das überfordert mich fast. Ich weiß, dass ich gestern in Freiberg war, dass ich heute in Sömmerda, Schmalkalden und Arnstadt sein werde. Und dann war ich diese Woche noch in einer Reihe von anderen Städten und Orten gewesen. Aber momentan ist es schon sehr viel, dass ich auch mehr nach vorne schaue als nach hinten. Ja, das ist wahrscheinlich auch genau das Richtige. Also ich bewundere Sie wirklich für den Terminkalender, den Sie aktuell absolvieren. Wie ist denn Ihr Eindruck von den Besuchern Ihrer Veranstaltungen? Wie läuft der Kontakt zu den Bürgern? Also ich war gestern in Freiberg in Sachsen gewesen, auf Einladung des Freiberger Forums. Ich glaube, 200 Gäste waren beim dortigen Sommerfest da gewesen. War eine sehr schöne Veranstaltung. Ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. In Zwickau, war ich am Tag zuvor gewesen. Da hatten wir als Werteunion im dortigen Brauhaus eine Veranstaltung als Bürgerdialog, durchgeführt. Ich schätze, 100 oder mehr Leute kamen. Der MDR war da, lokale Redakteure waren da. Und das war eine sehr lebhafte Veranstaltung, weniger wegen des Bieres, das da sehr gut war, aber wegen der politischen Stimmung und der Sorgen, die die Leute haben. Und man letztendlich gemerkt hat, also wir ziehen eigentlich alle am Strang in die gleiche Richtung. Und die Werteunion hat da viel, viel Rückenwind bei den Bürgern. Ja, das ist auch mein Eindruck, muss ich sagen, und schön, dass Sie das bestätigt finden. Bei einem Blick in die Schlagzeilen wird einem ja auch wirklich klar, wie sehr dieses Land eine freiheitlich-bürgerliche Partei benötigt in Regierungsverantwortung. Zum Beispiel möchte die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg eine sogenannte Demokratieklausel einführen. Diese würde im Wesentlichen vorsehen, dass Fördergelder daran geknüpft sind, ob eine Person oder eine Organisation im Verfassungsschutzbericht vorkommt oder nicht. Senatorin Badenberg begründet das unter anderem damit, dass man mit diesem neuen Gesetz ja zum Beispiel die junge Alternative, also die Jugendorganisation der AfD, davon abhalten könnte, dass sie Fördergelder bekommt. Und ich muss Ihnen sagen, als ich das gelesen habe, Herr Maaßen, war ich doch sehr befremdet. Können Sie als Jurist uns mal darüber aufklären, was eine Demokratieklausel sein soll und was Sie vom Vorstoß dieser Senatorin halten, die wohlgemerkt von der CDU ist? Schauen Sie mal, sowas Ähnliches ist vor, ich glaube, 10 Jahren schon gesagt worden. Das nannte sich nicht Demokratieklausel, sondern man nannte es Extremismusklausel. Und diese Extremismusklausel wollte damals auch die CDU einführen, mit Blick auf erwiesen linksextremistische Bestrebungen. Es kann nicht sein, dass der Staat die Antifa bezahlt, damit die Antifa gegen rechts kämpft oder gegen Rechtsextremisten kämpft. Damals war es noch gegen Rechtsextremisten. Das macht durchaus Sinn. Der Staat soll nicht die Feinde des Staates auch noch damit belohnen, dass diese Feinde des Staates gegen ihn kämpfen oder auch gegen Extremisten kämpfen. Das sollte der Staat gerade nicht tun. Und das allerdings, was hier Frau Dr. Badenberg vorgeschlagen hat, geht in eine ganz andere Richtung. Vor dem Hintergrund, dass der Verfassungsschutz sich schrittweise oder schleichend von seinen bisherigen Befugnissen gelöst hat und nicht mehr die Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekämpft, nämlich die Antifa, die Rote Hilfe oder islamistische Bestrebungen, sondern dazu übergibt, die Feinde der Regierung, die Feinde der rot-grünen Politik zu bekämpfen. Und das nennt man dann Demokratieförderung, weil Rot-Grün für sich in Anspruch nimmt, sie sind die Demokraten und alle anderen sind die Faschisten, sind die Rechtsextremisten. Und das bedeutet, kurz und knapp gesagt, eine derartige Demokratieförderklausel soll letztendlich dazu führen, dass Organisationen, die nicht rot-grün sind, die nicht diese
ökowoke Politik unterstützen, sondern ganz im Gegenteil bekämpfen, dass sie keine staatliche Unterstützung mehr bekommen, dass sie weiter ausgegrenzt und diffamiert werden. Und das ist nur ein Teil, kann man sagen, eines Ausgrenzungs- und Bekämpfungskonzepts dieser Regierung. Und das für mich Erschreckende ist, dass die CDU bei all dem mitläuft. Sie leistet Beihilfe oder Mittäterschaft bei der Umwandlung dieses Staates. Die Vorkommnisse um den Visaskandal um Außenministerin Annalena Baerbock. Dieser Skandal dreht sich weiter. Bekanntlich stehen ja Mitarbeiter im Auswärtigen Amt im Verdacht, leichtfertig, ohne entsprechende Dokumente, Visa an Afghanen ausgestellt zu haben, obwohl die gefälschte oder unvollständige Passdokumente vorwiesen. Und nun steht die Frage im Raum, inwiefern Annalena Baerbock dies wusste oder dies sogar gut hieß. Ich finde daran unter anderem erstaunlich, dass die bisherigen Reaktionen der Opposition, namentlich der CDU, doch noch sehr verhalten sind. Herr Maaßen, wie muss aus Ihrer Sicht mit diesem Skandal umgegangen werden? Das Auswärtige Amt hatte schon seit jeher Probleme gehabt, die Visumerteilung, ich sage mal, nach den Regeln des Gesetzes durchzuführen, nämlich immer dann, wenn Grüne im Auswärtigen Amt saßen. Wir hatten schon einmal einen großen Visaskandal gehabt unter Außenminister Joschka Fischer und Staatsminister Ludger Vollmer im Auswärtigen Amt. Er hatte eben zu einer Aufarbeitung im Parlament geführt. Und die Vorwürfe, die damals in Richtung Auswärtiges Amt gerichtet waren, die waren nicht nur begründet gewesen, sie waren nicht nur schwerwiegend gewesen, sondern man muss sagen, im Vergleich zu der heutigen Situation, in der wir stehen, waren sie letztendlich eher randständig. Die heutigen Vorwürfe sind ganz gravierend, dass eine Außenministerin möglicherweise Einfluss genommen hat, dass Visa an Menschen ausgestellt werden, die gefälschte Pässe haben. Das müsste normalerweise sofort seinen Untersuchungsausschuss führen. Die CDU müsste sofort diesen Ausschuss fordern und er müsste eingerichtet werden. Aber was die CDU tut, ist letztendlich das Gegenteil. Sie duckt sich weg, sie sagt nichts dazu. Allenfalls einige hinterbänklerische Abgeordnete, die sich kritisch dazu äußern. Aber das zeigt, dass die CDU sich vorbereitet auf eine Koalition mit den Grünen, mit dem Ziel jedenfalls, eine grüne Politik in schwarzem Gewand durchzuführen. Und ein Untersuchungsausschuss gegen die Grünen würde wahrscheinlich ein derartiges Koalitionsprojekt konterkarieren. Haben Sie herzlichen Dank mal wieder für diese Einblicke, Herr Maaßen. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die zugeschaut haben. Wie immer freuen wir uns, wenn Sie dieses Video liken, teilen, kommentieren und ganz besonders, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Frau Stockmann.